Formel umstellen, nichts für schwache Nerven, darüber sprechen wir in diesem Video. Die Tage hat mich einer unserer Kunden gefragt, wie man eine spezielle Formel umstellt, und die möchte ich dir jetzt zeigen. Und zwar ging es um diese Formel R gesamt ist gleich R1 mal R2 durch R1 plus R2. Das ist eine Formel aus der Elektrotechnik, da geht es um Widerstände, und zwar bei der Parallelschaltung. Wenn du zwei Widerstände hast, kannst du den Gesamtwiderstand ausrechnen. Und das Ganze soll eine Zielformulierung haben oder eine Zielformel haben, wo wir nach R2 umstellen. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Und ich sagte jetzt schon, das ist nichts für schwache Nerven. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Ich versuche sehr ordentlich zu schreiben und auch sehr langsam zu sprechen, dass du Schritt für Schritt mitkommst. Solltest du nicht mitkommen, dann pausiere das Video, spule nochmal zurück und gehe den Schritt nochmal Stück für Stück durch. So, also, unsere Ausgangsformel steht ja hier oben. Die schreiben wir uns jetzt nochmal hier hin. R gesamt ist gleich R1 mal R2 durch R1 plus R2. Ich zoome mal ran. Es geht ja darum, dass wir nachher R2 uns auflösen. Das heißt, irgendwie muss ja R2 nachher auf einer Seite alleine stehen. So, was machen wir als erstes? Als erstes holen wir uns das hier mal darüber. Wir nehmen den Term da unten und das Ganze machen wir mit mal. Warum holen wir das Ganze mit mal hoch? Ich schreibe es erstmal dahin. Mal R1 plus R2. Du hast ja hier dann ein Gleichheitszeichen, und wenn du etwas auf die andere Seite holen willst, das heißt, du willst ja das hier da hochholen, ja, das soll da hoch, dann müssen wir das Gegenteil machen von dem, was gerade passiert. Das heißt, jetzt gerade wird dieser Term geteilt, und das Gegenteil von teilen ist multiplizieren, mal nehmen. Also, dann heißt die neue Zeile R gesamt mal R1 plus R2 ist gleich R1 mal R2. So heißt die neue Formel. Und jetzt ist es so, dass wir R2 alleine stehen haben wollen. So, was machen wir jetzt? Im nächsten Schritt werden wir jetzt erstmal das Ganze hier ausmultiplizieren. Das mal das, das mal das. Warum? Hier ist ja ein Wert. Hier ist mal, Klammer auf, das heißt, du rechnest jetzt R gesamt mal R1. Das schreiben wir mal hin. R gesamt mal R1. Dann hast du das hier gemacht. Dann kommt ein Plus. Und dann kommt R gesamt mal R2. So, das Ganze nennt man ausmultiplizieren. Das haben wir jetzt gemacht. Nach dem Gleichheitszeichen bleibt weiterhin R1 mal R2 stehen. Da hat sich nichts verändert. Wir wollen ja R2 alleine stehen haben. Das heißt, wir holen den hier mal komplett darüber. Was müssen wir tun? Eben mal das Gegenteil. Jetzt gerade wird dieser Term hier plus gerechnet. Das heißt, hier steht auch ein Plus davor. Das ist positiv. Das heißt, das hier rechnen wir minus. Minus R gesamt mal R1. Wenn du möchtest, kannst du da Klammern drum setzen. Kannst du machen, musst du nicht machen. Ich mache es jetzt mal, damit man besser erkennen kann. Das heißt, ich wiederhole nochmal. Ziel ist es, das hier auf die andere Seite zu bekommen. Dann steht hier nachher R gesamt mal R2. Ist gleich R1 mal R2, das bleibt ja stehen, minus R gesamt mal R1. Diese Klammern, die ich jetzt hier gemacht habe, kannst du machen, musst du nicht machen. Ich habe die einfach jetzt hingesetzt, damit es deutlich wird, dass das zusammengehört. Warum gehört das zusammen? Weil da ein Malzeichen ist hier, mal. So. Jetzt geht es immer noch darum, R2 soll alleine stehen. Also müssen wir unser R2 ja irgendwie rüberholen. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Term hier
Der muss rüber. Der muss rüber. Hier steht ein imaginäres Plus davor. Das heißt, was musst du tun? Das Gegenteil, du musst Minus rechnen. Das heißt, du siehst, das ist ein reines Hin- und Hergeschiebe von den Werten. Dann steht hier R gesamt mal R2, ich mache eine Klammer drum, minus R1 mal R2 ist gleich minus R gesamt mal R1. Ja, das hier bleibt stehen mit dem Vorzeichen, da ist es. Und den hier haben wir jetzt rübergeholt auf die andere Seite, aber mit einem Minus, da ist das Minus. So, und was sollte dir jetzt auffallen? Jetzt haben wir zum ersten Mal an dieser Stelle folgende Situation. Wir haben R2 auf einer Seite alleine stehen. Also nicht alleine, auf einer Seite. Sehr cool. Was können wir jetzt machen, wenn du das betrachtest? R2 soll ja nachher komplett isoliert werden. Das heißt, an dieser Stelle wird ausgeklammert. Bedeutet nachher, du hast die R2 stehen. Mal, Klammer auf, R gesamt, minus R1, ja. Wenn du das hier ausmultiplizieren würdest, wäre das mal das, dann bist du hier. Und das mal das, dann bist du hier. So sieht das Ganze ausgeklammert aus. Rechts das von dem Gleichheitszeichen bleibt stehen. R gesamt mal R1. So, R2 soll alleine stehen, also was glaubst du, was müssen wir machen? Das hier muss auf die andere Seite, das wird jetzt gerade mal genommen, also teilen wir das. R gesamt minus R1. Dann steht hier minus R gesamt. Geteilt durch R gesamt minus R1. Hier ist noch eine Besonderheit. Das ist ein Punkt, wo viele reinfallen. Hier ist ein Mal, das heißt, die beiden hier gehören zusammen. Und deswegen mache ich jetzt da mal eine Klammer drum. Das kannst du machen, das musst du nicht machen. Ich mache es, damit es deutlich wird. So. Theoretisch wäre die Formel so fertig. Kannst du so machen, aber wir wollen die ja in unsere Ausgangsformel umwandeln. Ich zeige es nochmal da oben hin. In diese Form möchten wir das bringen. So, und jetzt zeige ich dir noch den finalen Schritt, den man hier machen muss. Und zwar siehst du ja die rechte Seite, die ist, da haben wir noch Minuszeichen. Das heißt, du sagst hier mal minus 1. Die linke Seite bleibt. Und jetzt kommt's. Der obere Teil, da steht ein Minus. So, mal minus 1 ergibt plus. Aber die komplette Klammer hat Plus. Das heißt, da würde theoretisch stehen, R gesamt mal R1. Die ganze Klammer ist Plus. So schreibt man das aber nicht auf. Ja, das heißt, man schreibt dann R gesamt mal R1. So, jetzt nehmen wir den unteren Teil. Mal minus 1, das heißt, aus diesem Minus wird ein Plus und aus diesem Plus, was man nicht sieht, das imaginär wird ein Minus. Das heißt, wir tauschen die Vorzeichen. Hier kommt ein Minus und hier kommt ein Plus. Dann würde da stehen. So. So würde es jetzt in der richtigen Reihenfolge stehen. Aber wir wollen in die Ausgangsformel, ich gehe nochmal dahin. Da steht ja R1 mal R gesamt und hier R1 minus R gesamt. So. Unten steht jetzt hier R gesamt und da steht R1. Die beiden kannst du tauschen. 3 mal 4 sind 12 und 4 mal 3 sind auch 12. Das heißt, die kannst du tauschen. Und jetzt kannst du für die Lesbarkeit, wenn du möchtest, das Plus hier hinsetzen, das Minus hier hinsetzen. Das heißt, final steht dann hier R2 ist gleich R1 mal R gesamt durch R1 plus, Entschuldigung, minus R gesamt.
Ja, also das hier und das hier ist das gleiche, im Übrigen auch das gleiche wie das hier. Die sind eigentlich identisch, aber wir wollten jetzt die Aufgabenstellung mal haben, dass wir von dieser Ausgangsformel dahin kommen. Und das war jetzt der Schritt. So, hier siehst du nochmal jeden einzelnen Schritt. Kannst du gerne das Video pausieren und dir nochmal Schritt für Schritt die einzelnen Befehle, sage ich jetzt mal, anschauen. Also das ist schon Formelumstellen für wirklich für Fortgeschrittene. Was würde ich dir für deine Prüfung empfehlen? Weil wenn du eine NTG-Prüfung hast und genau diese Zielformel war mal NTG gefragt, diese Zielformel wirst du brauchen unter Umständen, die kam einmal in der Prüfung vor, du wirst aber keine Zeit haben, das hier zu machen. Es sei denn, du hast das in deinem Leben schon 1000 Mal gemacht und hast das trainiert und bist super, super, super schnell da drin. Das heißt, was ist meine Empfehlung für die NTG-Prüfung? Das Ding steht in der Formelsammlung und das lernst du auswendig. Hört sich jetzt blöd an, aber ich meine es ernst, du hast in den 90 Minuten NTG-Prüfung keine Zeit dafür. Das heißt, was lernst du auswendig? Hier steht ein Plus und hier steht ein Minus. Oben das bleibt. Und wenn du nach R2 umtauschst, dann machst du genau das hier. Das war's mit dem Video. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Wenn du vielleicht ein ähnliches Video brauchst und sagst, hey Stefan, ich habe da mal so ein Thema, schreib uns doch gerne E-Mail. Vielleicht ist das für alle interessant und dann machen wir da auch ein YouTube-Video draus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.